So, willkommen zurück. Freddy lebt noch. Ich hab's doch geahnt. Wir müssen einen Professor finden. Gepanzerte Fahrzeuge. Die Sturminfanterie wurde während des Krieges erfunden, um die gegnerischen Linien zu durchbrechen. Hierbei wurden die ersten Prototypen gepanzerter Fahrzeuge entwickelt. Die Generäle stellten fest, dass Fahrzeuge mit Rädern ungeeignet in Umgebungen mit vielen Gräben waren. Und so arbeiteten die Ingenieure an den ersten Prototypen und drückten dem Problem mit Ketten auf dem Leib, was sich als perfekte Lösung erwies. Als Niemandsland wurde das Gelände bezeichnet, das sich zwischen den Schützengräben der beiden Lager befand. Die Breite konnte zwischen 50 und 1500 Metern betragen. Tagsüber wurde das Gebiet streng überwacht und jeder, der sich hineinwagte, wurde von den gegenüberliegenden Gräben aus unter Feuer genommen. In der Nacht war es Schauplatz für Handstreich und diverse Spionagetätigkeiten. Auf beiden Seiten war das Gelände mit Stacheldraht und Fallen gespickt, um die Gräben zu schützen. Bei Angriffen kam es in diesem Todesstreifen zu den höchsten Verlusten. So, und da gibt es ja... Okay, nichts Neues. Strom. Ist mir schon klar, dass wir Licht brauchen. Ach so, er hat die Batterie. Oder die Sicherung, sagen wir mal so. Noch so ein Teil. Und dann... Haben wir den Panzer, oder was? Taschenlampe. Taschenlampen waren in den Gräben weit verbreitet. Die von der AB ausgegebenen Taschenlampen passten in einem Werkzeuggürtel und arbeiteten mit Batterien. Ich wusste nicht mal, dass es zu der Zeit schon so kleine Batterien gab. Da oben liegt das Ding. Zerbrochenes deutsches Bajonett. Dieses lange, breite, flache deutsche Bajonett ist so gestaltet, dass es in den Brustkorb des Gegners eindringt und ihm die Rippen bricht. Verstehe. Nein, das war nicht. Oder kann ich von hier oben aus auch werfen? Nee. Ich verstehe jetzt bloß nicht so ganz, wozu ich das Ding bewegen konnte. Lol. Nicht aussteigen. So, ich renne erstmal zum Spind zurück. Das ist so eine Ratte oder sowas, oder?
Tote Ratte. Eine tote Ratte war kein Abfall, besonders nicht gerüstet auf einem Spieß. Man kann mit einem verhungernden Mann nicht diskutieren. Okay. Da fahren wir später definitiv weiter, würde ich sagen. Er braucht Viereck und Dreieck. Also stand sich das jetzt hier rauf? So. Ne, das könnte es sein. Aber wie aktiviere ich das jetzt? Achso. Jetzt brauche ich ein Viereck. So. Ich hoffe, das muss jetzt nicht wirklich schräg sein. Dann haben wir es. Es sieht falsch aus, oder? Wenn keine richtige Sequenz jetzt kommt. Okay, es war das Falsche. Ich muss also wirklich so ein Karo-Ding hinkriegen. Ich gehe jetzt nochmal kurz raus, weil ich wissen will, was es hiermit auf sich hat. Ach, die Kanone und die Baum war da jetzt quasi. Ah, okay. Jo. Ich glaube, das ist noch nicht richtig. Nee. Na doch. Ach so, ich verstehe. Jetzt bewege ich das nach rechts quasi und dann muss ich es nach unten bewegen. Sag jetzt nicht, ich muss dann ganz. Ach so, ich muss. Kann den Hund ja auch Bescheid geben.
Oh, okay, ich muss es auf jeden Fall kaputt schießen. Es war so klar. Die französischen Truppen empfingen Lucky Freddy im Triumph. Emil schickte einen Brief an Anna, um sie von der Befreiung ihres Vaters in Kenntnis zu setzen. Die drei Freunde feierten ihr Wiedersehen. Doch die Freude war von kurzer Dauer. Das hat Maloney gemacht, Emil. 14. Mai 1916. Freddy wurde an die Somme geschickt, während Emils Regiment auf einem Hügel nahe einem kleinen Dorf Quartier bezog. Das Dorf hieß Vauquois. Hier hatte der Konflikt sogar die Unterwelt erfasst. Von ihren sicheren Schützengräben aus gruben die beiden Lager Stollen und Galerien. Der Minenkrieg hatte begonnen. Und wir beginnen den Minenkrieg in der nächsten Folge. Spitze bedanke mich. Bis denn.